Moin Moin und hallo, ist wieder Karl der Karl. Hier habe ich mal ein Badget Replay von mir. Der Badget an sich ist schon eigentlich eine ganz geile Kiste. Sau schnell. Ist aber ganz klar ein Teampanzer. Für mich solo finde ich es halt nicht so geil. Ab und zu fahre ich ihn auch als TD oder Sniper. Aber gerade so Städte ist halt natürlich die kleinen Angriffswellen zu fahren. Das ist, werde ich euch hier zeigen. Das ist nämlich hier ganz gut geworden. Ich habe hier eine E7 dabei und eine Arti. Ja, die ist hier in diesem Fall nicht ganz so wichtig auf der Karte. Und wir entscheiden uns einfach mal, die 1 zu waschen. Ich bin jetzt hier gleich ein bisschen irgendwie betrunken am Steuer anscheinend. Ist aber jetzt alles auch nicht so wild. Und ich probiere jetzt halt erstmal ein bisschen zu spotten, was überhaupt so kommt. Und im Endeffekt wird es dann halt aber später so sein, dass der E7 Hauptkampflinie festlegt und ich dann halt immer wieder reinschneie, 5 Geschenke abliefer und wieder raus bin. Nur zum Spotten fahre ich mal ganz fix hier durch. Rechnet auch nicht unbedingt jemand mit, ist halt sauschnell das Ding. Na, muss auch nicht, gerade wenn die von der 1 da oben starten, auch noch gar keiner da sein. Aber steht schon mal an die 50 da. Der sieht es auch nicht kommen. Ich gehe halt immer wieder in Aim, um zu sehen, wie er da genau steht. Und damit ich halt 100% schießen kann, liefere ich halt hier schon mal ein paar Eier ab. Da hat noch ein 50-20 zugeschlagen. Und das ist das erste Thema schon durch. Und jetzt muss ich halt wieder zurückziehen. Ich fahre halt wirklich ganz weit zurück. Das ist halt das, was ich hier im Vergleich zu den Heavy-Reihe etwas unangenehm finde, ist halt diese ewige Reload-Geschichte. 37 Sekunden ist schon mal eine Ansage. Wie gesagt, unsere Heavys haben jetzt halt einen guten Vorstoß gemacht, weil die extrem weit hinten sind. Ich kriege halt ganz halt Informationen, wer wohin guckt. Und ich weiß gerade, der Löwe, der bei C3 ist, in die Seite des E7 schießt. Ich weiß, ich bin gleich nachgeladen und dann ist der halt fertig. So, der 10 hat genug Durchschlag, dass er gar nicht so stark aimen braucht. Und wenn, wäre es auch egal, wenn der erste Schuss daneben geht. Der hat nur knapp über 1000 Life gehabt. Und ich kann unter die Linien so wegnehmen. Ja, ganz wichtig ist halt immer, Munitionslager geht dann dauernd kaputt, weil alle auf den Turm schießen. Der ist relativ weich. Und immer erst reparieren, wenn ihr wirklich nachladet. Weil diese Zwischenschussladezeit verändert sich dadurch nicht, was im Magazin passiert. Und ihr habt ganz oft, wenn ihr gerade beim ersten Schuss gleich einen da reinkriegt, dass ihr vielleicht einen zweiten kassiert und dann repariert habt, obwohl ihr gar nicht nachgeladen habt. So wie halt wieder von der Seite kommen, ist halt wichtig, ihr fahrt halt irgendwelche Wege, wo man jetzt nicht damit rechnet. Ihr seht, ihr habt ganz komisch langgeeiert, da stehen auch kaum Panzer in der Regel. Und will halt den unterstützen, weil die jetzt gerade den T-9 sozusagen genommen haben und aber von ES3 flankiert werden. So, ich wollte gerade einen Turm drehen nach hinten, aber merkt, das kann er vergessen, weil ich eh umfahren werde und immer schön hinten rein in den Motor. Also die hat alles gar nicht so das Problem. Ziemlich viel zurück, die anfangen vor. Schweige, ich sehe, bei uns eine Basis. Schweige, der Cap-Punkt, da ist ganz schön was los. Halt schon fast 3.500 Schaden gefahren. Unser Arti ist jetzt weg. Da kommt der andere Badchat, der wahrscheinlich gerade dasselbe vorhat, weil er zischt jetzt wieder ab, wo er mich gesehen hat. Wird dementsprechend auch kein volles Magazin haben. Ich bin ja fast durch mit dem Nachladen. Er wird glücklicherweise nochmal, kriegt er einen reingeschossen. Nur wieder ganz schnell dicht ranfahren. Das ist wieder was so richtig absagt, wenn natürlich ein Schuss dumm daneben geht. Ansonsten immer probieren, den Turm zu beschießen. Abbauenswahrscheinlichkeit ist wesentlich geringer als bei der abgeschränkten Wanne. Ab und zu bauen sie mal was ab. Dann nochmal einen Schuss abgedrückt. Und jetzt heißt es schnell verpissen. Am besten nicht unbedingt ein Haus dabei noch umfahren. Aber es ist klar für den Panther, der da steht, dass ich im Reload bin. Und verpiss mich halt nach oben. Richtung Kameraden erstmal. Kommt auch der 12T hinter mir geeiert. Weil er mir halt nicht hinten reinschießen soll, fahre ich hier gleich die nächste rein. Der E7 hat gleich ein freies Schussfeld in die Mitte hin. Und ich kreise hier einfach. Bis ich wieder
im Kampfbereich bin, habe ich ja nachgeladen. So, und da ist er wieder, Panther Zoo. Ich will natürlich jetzt auch nochmal sicher gehen und gar nicht erst Front angreifen. Bei dem Tempo kann ich auch mal umfahren, dann schafft er es nicht zu drehen. Und ich brauche gar nicht groß zielen, ich schieße einfach rein. In der Seite ist der Panther 2 sehr schlecht, ganz vorne ist er recht gut. Und ihr seht das, ich benutze auch hier wieder kein Auto-Aim, probiere wirklich immer so zu zielen. Natürlich bei dem paar HP kommt halt der 12T an, macht halt weg. Ist aber auch egal, 4 Kills, 5787 Schaden gefahren. Das ist richtig viel für Medi sowieso. Geschweige natürlich auch für den Heavy wäre es extrem viel. Das ist schon spitze. Im Endeffekt wird gleich noch der 12T rausgenommen, ist ja dann auch kein Akt mehr. Von E7 reine. Und das war es dann eigentlich auch. Ihr habt es gesehen, wie man halt diesen Portalangriff, 5 Schuss und dann wieder abhauen, so wird es gemacht. Gerade in den Städtekarten geht es sehr gut. Man hat halt Untergrundstraße, wo man sehr schnell und agil sein kann. Und mehr kannst du eigentlich auch nicht sagen. Das war es halt wieder von mir und ihr seht dann demnächst wieder weitere Videos auf meinem Channel. Tschüss.